Hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen Erfahrungsbericht beziehungsweise so einem Punkt, auf den man beim Kauf von verchromten Hanteln oder ja könnte auch sagen generell bei verchromten Sachen achten sollte. Bei mir ist das jetzt bei Hanteln passiert und mir auch mehrfach aufgefallen. Ich habe mich da jetzt mehrfach verletzt. Also es ist Folgendes: Ihr habt eben ja so ganz normale Hanteln. Da wird dann eben so eine Scheibe genommen, die kommt dann da drauf und dann werden hier eben diese Verschlüsse aufgedreht. So. Dabei bewegt man die Finger hier an den Kanten, manchmal oft auch schnell, weil man es natürlich schnell aufdrehen will. Und da ist es jetzt so, bei diesen Handeln, diese Verschlüsse, da gibt es welche, die sind gut verchromt. Das ist zum Beispiel die hier mit abgerundeten Kanten. Da sind die Kanten dann abgerundet. Und dann gibt es welche, das sind jetzt diese hier, da sieht man schon, da löst sich das Chrom ab. Das macht sich dann durch solche abziehbaren Metall später bemerkbar. Das Problem, was wir jetzt aber haben, ist, wenn hier was an der Kante absteht, dann ist das Messer scharf und da kann man sich dann die Hände ordentlich aufschneiden. Das blutet auch ordentlich, das ist so scharf wie ein Skalpell, sage ich mal. Dann dreht man da schnell diese diese ähm, Verschraubung hier auf und zack, dran vorbei und hat sich den Finger geschnitten und das blutet ganz schön ordentlich, tut auch weh. Das ist mir jetzt schon mehrfach passiert. Deswegen, also das kotzt mich richtig an, muss ich sagen. Deswegen habe ich das Video jetzt mal gemacht. Also wenn euch einer quasi, wenn ihr euch Handel kauft und da sind solche schlecht verarbeiteten Verschlüsse dabei, ähm, dann schickt die zurück. Definitiv sollte so nicht sein, ist eine hohe Verletzungsgefahr mit der Zeit. Ähm, das habe ich jetzt aber nochmal genauer mit der Kamera gefilmt. Und das ist jetzt quasi nur hier so ein Intro. In der Kamera habe ich es nochmal im Detail gefilmt und auch nochmal im Licht gezeigt, woran man das erkennen kann. Und damit machen wir jetzt dann weiter, damit ich euch das mal im Detail erklären kann, woran man das überhaupt erkennen kann, beziehungsweise wie das bei mir abgelaufen ist. Wie gesagt, ich habe hier auch gescheite Verschlüsse, die anderen sind eben die, wo ich mich verletzt habe. Und jetzt schauen wir uns das mal im Detail an. Jetzt betrachten wir alles noch einmal genau in der Nahansicht. Die Kanten des Verschlusses sind hier scharf und nicht abgerundet. Es ist hier deutlich zu erkennen, dass auch schon einiges abgeplatzt ist. Hier kann sich die Chromschicht also ablösen. An den Rändern ist auch zu erkennen, dass die Fläche an einigen Stellen nicht glatt anliegt. Das sieht so aus, als ob da Luft drunter ist. Auch das erleichtert hier wieder das Abplatzen. Die Verschlüsse sind durch die Nutzung mit den Handeln immer in Bewegung und stoßen manchmal auch an. Das ist ja völlig normal bei diesem Anwendungsfall. Dadurch ist der Chrom bei mir an den Rändern dann also schon mehrfach abgeplatzt. Die Verchromung ist nicht wie Farbe, die einfach abfällt, sondern es ist wie ein dünnes Metallblech. Das steht dann ab und die Kanten sind sehr scharf. Wenn man jetzt die Verschlüsse aufdreht, vor allem wenn man das schnell macht, hat man sich recht schnell die Haut zerschnitten, ohne dass man es merkt, erst wenn die Finger rot sind. Diese Art der Verletzung habe ich mal nach zwei Tagen fotografiert, das seht ihr hier. Es sind kleine, sehr scharfe, unangenehme Schnitte. Dieser abgeplatzte Chrom, wenn man es dann merkt, kann gepackt und einfach abgezogen werden, aber Vorsicht, dass ihr euch dabei auch nicht schneidet. Abgezogen sieht das Ganze wie sehr dünnes Metallblech aus, das hatte ich ja bereits erwähnt. Ich besitze allerdings auch Verschlüsse, die qualitativ besser sind. Wir sehen hier direkt, dass diese Kanten abgerundet sind. Es gibt außerdem keine Unebenheiten, die nach Lufteinschlüssel aussehen und hier ist auch noch nichts abgeplatzt. Was ich jetzt machen werde, ist, die schlechten Verschlüsse abzuschleifen, vor allem die Kanten und das Chrom an den Griffen zu entfernen. Ich habe echt keine Lust mehr, mir jetzt auch noch x-fach im Training die Finger aufzuschneiden, denn das ist schon dreimal vorgekommen. Abgeschliffen habe ich alles mit Schleifpapier. Schöner sehen die Dinger jetzt zwar nicht aus, dafür sind meine Finger in Zukunft sicher. Was beim Schleifen aber auch passiert ist, ist, dass sich weitere Chromfetzen lösen werden. Die können wir dann auch wieder packen und abziehen. Das ist einfach so ein Prozess. Am liebsten wäre es mir natürlich, wenn sich hier alles lösen würde und das Chrom komplett weg wäre, aber für meine Zwecke geht es so auch. Kennst du einen einfachen Weg, Chrom zu entfernen? Ich freue mich über einen sinnvollen Kommentar darüber. Jetzt wisst ihr, womit bei schlechter Verchromung von solchen Gegenständen, also bzw. hier in diesem Fall von solchen Handelverschlüssen zu rechnen ist. Und das war ein kleiner Erfahrungsbericht von mir für dich. Vielleicht hilft dir dir ja weiter. Über ein Abo, ein Like oder einen Kommentar freue ich mich. Das war's von mir. Ich bin raus und wir sehen uns im nächsten Video.